Luxuriös, exklusiv, außergewöhnlich und subventioniert vom Freistaat Bayern mit einer 500.000 Euro. Das ist das Misu Onsen Spa im Hotel Bachmeier Weissach am Tegernsee. Temperierte Wasserbecken, Massagezimmer, Ruheräume, in japanischem Design für zahlungskräftige Gäste. So will das Hotel im europaweiten Wettbewerb hervorstechen. Ja, wenn Sie schauen, dass zum Beispiel unsere österreichischen Kollegen ganz massive steuerliche Vorteile haben im Vergleich zu uns und ganz massive Subventionen bekommen für Leuchtturmprojekte, sehen Sie auch, warum dort oft eine Diskrepanz ist. Also der Wettbewerb mit diesen Kollegen ist schon nicht leicht, weil da auch sehr gute Betriebe sind mit Leuchtturmcharakter. Der Außenbereich des Spas. 7 Millionen Euro hat der Bau des japanischen Bades gekostet. Aber gerade besondere Wellness-Angebote ziehen Gäste an. Das Fördergeld vom Freistaat hat einen konkreten Zweck. So eine Attraktion strahlt auf die ganze Region ab. Letztlich profitieren alle davon, glauben Tourismusexperten. Und das führt dazu, dass insgesamt diese Destination als Premium-Destination wahrgenommen wird, Begehrlichkeiten geweckt werden, die Menschen gerne dorthin reisen. Und das wiederum wirkt sich tatsächlich aus auf den gesamten Bereich Oberbayerns. Und wir haben in der Tat, Gott sei Dank, mittlerweile viele Hotels dieser Art verteilt quer in Bayern. Miesbach städtisches Freibad, zuletzt saniert 1972. Die Technik ist uralt, die Beckenbeschichtung reißt, aber die Stadt hat die 3 Millionen Euro für eine Sanierung nicht. Ein Verein wirbt mit einer Online-Petition für staatliche Zuschüsse zur Sanierung kommunaler Bäder. Denn bisher gibt es dafür keine Subventionen. Ja gut, ich muss jetzt sagen, ich möchte auf gar keinen Fall eine Neiddebatte beginnen, aber es ist natürlich schon so, ich habe mich da schon sehr gewundert über das Ganze und gönne es natürlich auch dem Spa in Rottach-Egern. Aber ich sage jetzt einfach mal, wenn das möglich ist, dass hier eine Förderung passiert, dann muss es bei uns irgendwo auch möglich sein. Sinnvoll wäre also Geld für beides. Fürs luxuriöse Misu Onsen Spa, das zahlungskräftige Gäste anzieht, und für die bayerischen Freibäder Wellness für alle.